Hey, Dani, hier drüben. Das müssen Ebola, die Banden Killer. Sein. El Tigre hatte was Besseres verdient. Ronron auch. Na? Dani, ich wollte nur mal Danke sagen. Rede mit mir. Nach McKays Akten haben die Ingenieure in einer seiner alten Raffinerien Überstunden gemacht, um an etwas namens PG240X zu arbeiten. PG240 ist das Gift, das sie im Westen auf den Tabak sprühen, um Vivero herzustellen. Ich schätze, PG240X ist das, was sie beim Hotel gegen uns eingesetzt haben. Also werden wir McKays Pläne durchkreuzen und diese alte Raffinerie von innen zerstören. Ich habe Lucky Mama mit einem kleinen Team losgeschickt, um die Umgebung zu sichern. Die warten auf dich. Sobald du drin bist, erzähl mir, was du siehst. Uns fällt schon was ein, wie wir das Ding vom Netz nehmen. Muy bien. Ich sag dem Team, dass du unterwegs bist. Das darf nicht sein. Wir... haben alle zu El Tigre aufgesehen. Stinkt so erbärmlich. Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Nein, Freund, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig liege, ist diese Anlage sehr wichtig für die Giftproduktion. Ich habe sie nie was treffen sehen. Also wenn ihr das nächste Mal was hört über einen Unfall in einem meiner Werke, dann überlegt mal, warum eines meiner Kanalanlagen ein Problem hat. Überlegt mal! Also seid keine Idioten, dann passiert euch nichts. Jelena sagte, wir sollen die Stellung für dich halten. Diese Abuelas sind kaltblütig. Jelena, ich sehe einen Haufen Raketen in Kisten. Ja, sie haben alle dieselbe Markierung. PG-240X. Jelena? Du hast recht. Sieht aus, als würden McKays Leute hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Edgar, dann müssen wir den Laden zerstören. Verbinde mich mit irgendeinem Computer. Ich überlasse das System. Bin schon dabei. Ah!
ist angeschlossen. Eine Minute. Ich scanne nach Exploits. Pinker. Das Ding wurde vor einer Ewigkeit gepatcht. Die hätten nur ein Windows-Update machen müssen. Ich dachte schon, ich brauche ein Simulday. Kann ich los? Nein, Danny. Da kommen Soldados auf dich zu. Die dürfen meine Verbindung nicht trennen. Hey, Rucksack! Willst du wirklich das Märtyrer-Ding durchziehen, nur um eine Filiale von mir platt zu machen? Ich mache eine neue auf. Und außerdem verursachst du massig Umweltverschmutzung hier. Ich dachte, ihr jungen Leute liebt die Umwelt. Ihr werdet alle sterben. Ich meine, warum macht ihr sowas? Jeder weiß, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Mit anzusehen, ganz im Ernst. Aber wenn's dir nichts ausmacht, ruf ich mal meinen Homie Anton an und bitte ihn um mehr Soldados, weil mir deine Girihas langsam echt ans Bein pissen. Yeah.
bin draußen. Danny, du musst wissen, ich hatte keine Ahnung, dass die Fabrik explodiert. Und ich konnte nicht so viele von meinen Leuten riskieren. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern. Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Naja, weiter im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen? Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können sie keine der Bomben mehr bauen, die sie beim Hotel auf uns geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Ziele. Wenn es dir nichts ausmacht, genieße ich für einen Moment mein Leben.